Zur Position Kapotasana, zur Taube, Pigeon Pose, gibt es ganz viele verschiedene Ideen, wie die auszuführen ist. Und ich würde die gerne mal runterbrechen auf die anatomische Sinnhaftigkeit und vor allem würde ich dir gerne beide Positionen vorstellen, die es gibt, weil es gibt eine spitze Taube, also mit einem spitzen Winkel, und es gibt eine stumpfe Taube mit einem stumpfen Winkel. Ja, diese spitze Version hier, die arbeitet eher mit der Spannung der Außenseite der Oberschenkel. Das sind zwei Muskeln, der Tensor Fasciae Latae und der Tractus Iliotibialis, die von der Hüfte, von der Außenseite, bis unterhalb des Knies ziehen, an der gesamten Außenseite des Oberschenkels entlang. Und die haben wir eher hier so ein bisschen im Widerstand. So, dann haben wir aber auch noch eine stumpfe Taube, also eine Taube, in der der Unterschenkel eigentlich parallel zum kurzen vorderen Mattenrand abgelegt ist. Und du siehst auch hier, ich habe mir schon was untergesetzt, weil wir nicht nur mehr Außenrotation in der Hüfte haben, sondern auch über diese Außenrotation in einem anderen muskulären System arbeiten. Hier arbeiten wir in den kurzen Außenrotatoren des Beckens und allen voran den Piriformis. Und dieser Piriformis hat eine Besonderheit, der rotiert eigentlich den Oberschenkel nach außen bis rund 80 Grad, dann wird er neutral und ab 90 Grad, und ich spreche von dem Kippen hier im Becken, von der Beckenflexion, hat er eine Funktionsumkehr und geht in Dehnung. So, was heißt das erstmal für diese beiden Systeme? A, das sind zwei ganz unterschiedliche muskuläre Systeme, die bearbeitet werden. B, sie haben ganz unterschiedliche Intensitäten, was die Außenrotation in der Hüfte anbelangt. Die Spitze ist eher adduzierend, also das Bein eher zum Körper ranziehend, leicht außenrotierend und bearbeitet, wie gesagt, die äußeren Strukturen des Oberschenkels. Die stumpfe, die bearbeitet fast ausschließlich die Rotatoren der Hüfte und ist wesentlich stärker außenrotatorisch aktiv. Das heißt, der Oberschenkel muss viel weiter nach außen drehen in der Hüfte. Zusätzlich funktioniert diese zweite stumpfe Version erst dann wirklich gut, wird also anatomisch sinnvoll, wenn das Becken nach vorne kippt. Also wir den Oberkörper gar nicht aufrichten, sondern eher nach vorne kippen. So, und jetzt hast du vielleicht schon eins gesehen und weißt du auch, ich habe die zweite Taube automatisch unterpuffert. Und ich habe sie deshalb unterpuffert, weil es zwei Arten von Dehnung, ich führe das mal bewusst in Anführungszeichen, gibt, die wir als Dehnung interpretieren oder fühlen. Es gibt einen Zustand, wo der Muskel auf Länge gebracht wird, aber Spannung aufrechterhalten muss oder sogar Spannung erhöhen. Das nennt man exzentrische Kontraktion. Und das ist immer der Moment, in dem der Muskel zwar gedehnt wird, in Anführungszeichen, aber sich durch seine eigene Spannung in der Dehnung stabilisieren muss. Das bedeutet, dass er nicht entspannen lernt. Wenn du also diesen Bereich entspannen möchtest, dann muss der Muskel seine Arbeit aufgeben können. Das heißt, er muss irgendwo auflegen. Also eine Taube, die dir unglaublich intensiv vorkommt, weil sie sich so anfühlt, weil das Becken schwebt, ist zwar ganz stark beanspruchend, aber sie löst nicht das Problem, dass die Hüfte flexibler wird, weil der Muskel das Loslassen nicht lernt. Wenn du also exzentrisch kraftgewinnende Hüfte bearbeiten möchtest, dann kannst du das Becken schweben lassen. Möchtest du es aber leichter haben, zum Beispiel für die Meditation zu sitzen, dann muss das Becken runter. Und für das Becken runter gibt es nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der Boden kommt zum Gesäß. Möglichkeit Nummer 2, das Gesäß kommt zum Boden. Und dann mag das bedeuten, dass das Becken nicht mehr so schön parallel nach vorne zeigt, wie du es gerne hättest, aber die Funktion ist erfüllt. Ich kann also das hintere Bein aus der Spannung sogar rausnehmen und schiebe aber jetzt trotzdem, damit die Rotation der Hüfte stattfindet, meine Hüfte, in dem Fall meine linke, nach vorne, damit der rechte Oberschenkel in der Hüftgelenkspfanne nach außen drehen muss. Macht das aber immer nur so weit, wie der Kontakt des rechten Gesäßes erhalten bleibt, damit das System lernt loszulassen. Spiel mal mit diesen beiden Positionen, du wirst merken, wo der Unterschied ist. Also etwas als intensiv zu empfinden, heißt nicht, dass es unbedingt das löst, was du dir davon versprichst. Manchmal ist im Öffnen einfach weniger mehr. Also such dir eher einen Punkt, wo du auflegen kannst und spürst, ist nicht ganz so viel Spannung drauf. Viel Spaß beim Ausprobieren.